Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur Pressekonferenz nach der Drittligabegegnung Rot-Weiß Essen gegen die Spielvereinigung Bayreuth. Wir hatten keine Parallelspiele, deswegen können wir uns direkt auf unser Spiel konzentrieren. 2:0 hat Rot-Weiß Essen gewonnen. Die Tore erzielten Herzenbruch und Rother. Die Zuschauerzahl lautet 15.297. Und so begrüße ich gleich ohne weitere Worte die beiden Trainer, nämlich unseren Gast Thomas Kleine und Christoph Dabrowski, und bitte Herrn Kleine, den Anfang zu machen und seinen Kommentar zu sprechen. Ja, Dabro, erstmal Glückwunsch zum Sieg. Ja, für uns, wie jede Niederlage, sind wir natürlich mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Hatten uns hier heute einiges vorgenommen und gerade in der ersten Halbzeit haben wir, glaube ich, ein sehr ordentliches Spiel gemacht, haben wenig zugelassen, hatten dann immer wieder gute Umschaltaktionen und aus dem Spiel heraus auch gute Möglichkeiten, die wir leider nicht genutzt haben. Gerade der letzte Ball, den haben wir heute nicht gut hinbekommen in der ersten Halbzeit. Haben uns für die zweite Halbzeit natürlich das genauso vorgenommen, dass wir hier zu Chancen kommen werden, wussten aber auch, dass das Essen immer sehr, sehr gefährlich wird, gerade nach Standards. Und das hat sich dann leider bewiesen. Haben leider 20 Minuten gehabt in der zweiten Halbzeit rund um die zwei Tore, wo wir defensiv nicht gut agiert haben, wo wir die Entstehung schon zum Freistoß zum 1-0 einfach nicht gut defensiv geklärt haben und dann auch vor dem 2-0 selber die Chance haben, den Ball in unseren Reihen zu halten und den dann zu verlieren. Das hat Essen heute, ja, ausgenutzt und dann die beiden Tore geschossen. Dass meine Mannschaft hinten raus es nochmal versucht hat, war klar. Wollten natürlich nochmal rankommen, das haben wir in den letzten Spielen gesehen. Ja, ich glaube, die Chancen waren da auch nochmal da durch ein paar gute Hereingaben. Aber letztendlich hat heute der letzte Pass, die letzte Aktion gefehlt. Und von daher, ja, fahren wir heute ohne Punkte nach Hause. Für uns geht es trotzdem rund, das Positive heute mitzunehmen, dass wir heute eine sehr ordentliche erste Halbzeit gespielt haben. Und ja, werden uns gut auf die englische Woche vorbereiten. Und die Punkte, die wir heute nicht bekommen haben, wollen wir uns dann natürlich zurückholen. Für euch, Dabro, alles Gute und noch eine gute Restsaison. Ja, vielen Dank, Herr Kleine. Und dann leite ich gleich über zu Christoph Dabrowski. Ja, hallo auch von mir. Tommy, danke für die Glückwünsche. Ja, wir sind natürlich extrem glücklich, dass wir das Heimspiel gewonnen haben. Ich glaube, man hat in der ersten Halbzeit gesehen, dass Bayreuth einfach ein sehr unangenehmer Gegner ist, ja, der die letzten Wochen nie den Glauben an sich verloren hat und dementsprechend auch so aufgetreten ist, immer brandgefährlich war. Ich glaube, das Spiel in der ersten Halbzeit war gefühlt sehr zäh. Ja, ich weiß nicht, ob es an der englischen Woche lag bei uns. Ja, da waren nicht so viele Esprit drin. Ich glaube, der Platz hat sein Übriges dazu beigetragen. Aber ja, was wir in der zweiten Halbzeit dann gemacht haben, diese Schippe draufzulegen, Kompliment an die Mannschaft. Ja, nach dieser intensiven Woche, nach extrem vielen Ausfällen, die wir in der Woche gehabt haben. Und ich glaube, der Freistoß, ja, dieser Standard zum 1-0 war dann am Ende der Dosenöffner. Das ist eine Qualität von uns. Ja, Traumtor von Roth da oben drauf. Und ja, am Ende, glaube ich, ist es nicht ein unverdienter Sieg. Und ja, für uns natürlich ein wichtiger Schritt nach den Ergebnissen vom Wochenende in die richtige Richtung. Wir haben jetzt die 30er-Punkte-Marke durchbrochen und ja, es geht immer weiter. Auch mit 32 Punkten werden wir die Klasse nicht halten, deswegen müssen wir weitermachen. Ja, wir haben jetzt schwierige Gegner vor der Brust und deswegen war es umso wichtiger, heute den Dreier mit nach Hause oder hier zu Hause zu behalten. Euch auch. Ja, alles Gute. Ich bin überzeugt davon, dass ihr mit der Einstellung, ja, und so wie ihr die letzten Wochen aufgetreten seid, bis zum Schluss auch die Möglichkeit haben werdet, in der Liga zu bleiben. Vielen Dank. Danke. Ja, danke, Christoph. Haben Sie noch Fragen an die Trainer? Bitte schön. Ja, Dabrowski, erstmal Glückwunsch zum Sieg. Jetzt war es das vierte Heimspiel in diesem Jahr. Dabei habt ihr nur ein Gegentor bekommen. Also defensive Stabilität, denke ich mal, wird Sie natürlich sehr freuen, dass man hinten so dicht steht. Aber jetzt hat natürlich auch vorne noch mit Herzenbruch ein Verteidiger getroffen, das 1-0 erzielt. Wie sehr freuen Sie sich auch persönlich für ihn, dass er heute sein erstes Saisontor erzielt hat? Letztendlich, wenn man Spiele gewinnt, dann spielt es keine Rolle, wer das Tor schießt, ob ein Verteidiger oder ein Stürmer. Aber ich habe gestern beim Training noch ein bisschen geflaxt mit Herze. Ich habe ihn gefragt, wann hast du endlich dein letztes Tor geschossen? Ja, das ist, glaube ich, schon ein bisschen länger her. Und deswegen musste ich dann am Spielfeldrand nochmal kurz mit ihm darüber sprechen. Und da haben wir beide nochmal über die Situation von gestern nochmal gelacht und geschmunzelt. Aber es freut mich natürlich ungemein. Ja, er arbeitet gut die letzten Wochen, vor allem
mit Enne zusammen, mit Alonso hinten in der Verteidigung verteidigt, wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und ja, heute war er mal vorne dran beim Standard und wurde auch mal Zeit, dass er auch mal ein Tor schießt. Und vielleicht nochmal eine kurze Personalnachfrage. Für uns auf der Tribüne zumindest ziemlich überraschend saß am Anfang Kefki auf der Bank, der zuletzt auch sehr formstark war. Hatte das dann mit der englischen Woche zu tun, dass er zuletzt 19 Minuten gespielt hat, oder hatte das noch andere Gründe? Weil seine erste Aktion ja, glaube ich, war sofort die Freistoßflanke, die er auch zum 1-0 geführt hat. Nein, das hat natürlich gar keine Leistungsgründe, sondern wir wollten heute das von Anfang an ein bisschen anders angehen mit Easy Young vorne als quirligen, beweglichen Stürmer, der immer wieder auch die Tiefe sucht und ansteuert, und dahinter drei spielstarke Fußballer, die Situation dann auch in den Positionen dahinter kreieren können. Ja, ich finde, in den ersten 20 Minuten haben wir das ordentlich hinbekommen. Ja, man hat dann auch gesehen, dass auch die guten Fußballer auf so einem Platz nicht immer die klaren Lösungen haben, weil der Ball verspringt. Aber das war die Idee, ja, Frische reinzubringen. Und ist doch gut, wenn man dann auch die Qualität von der Bank bringen kann. Ja, und dann direkt der Impuls dann auch da ist, ja, wie beim Freistoß zum 1-0. Keine weiteren Fragen mehr. Dann vielen Dank. Wir wünschen unseren Gästen eine gute Heimreise. Ihnen allen einen schönen Sonntag noch. Bis zum nächsten Mal wieder hier im Stadion an der Hafenstraße. Tschüss.